Hi Frank Tausch hier, Filmkritik TV mit Hollywood News. Bald ist es soweit, dann startet der am meisten erwartete Film in deutschen Kinos. Eine Woche vorher ist das in den USA der Fall und hier in Hollywood fragt sich zurzeit wirklich jeder Filminsider, wird The Dark Knight Rises es in seinem ersten Wochenende in US-Kinos schaffen, das Rekordeinspielergebnis von The Avengers zu brechen? Wir erinnern uns, vor ein paar Monaten hatte The Avengers in seinem ersten Wochenende in den USA unglaubliche 207 Millionen Dollar eingespielt. Allerdings, und das ist entscheidend, knapp über die Hälfte davon kam aus 3D-Ticketverkäufen, die es im Falle von The Dark Knight Rises ja nicht gibt. Außerdem hatte The Avengers den Vorteil, mehr ein Familienfilm zu sein, den Erwachsene auch mit ihren Kindern sehen. The Dark Knight Rises ist etwas erwachsenerorientiert und ist auch etwas über 20 Minuten länger als The Avengers, kann also nicht so oft täglich in Kinos gezeigt werden wie der. Auf der anderen Seite ist in den USA gerade große Urlaubs- und Ferienzeit, Leute haben also Zeit und Muße ins Kino zu gehen. Und nicht zu vergessen, es handelt sich hier um die mit wirklich Hochspannung erwartete letzte Folge einer Trilogie. Der bisher erfolgreichste 2D-Wochenendstart in den USA war übrigens 2008 sein Vorgänger The Dark Knight mit 158 Millionen Dollar. Rises kann da an diesem Wochenende sicherlich locker 30-40 Millionen draufpacken. Die große Frage ist, wird er es ohne den ach so wichtigen 3D-Zuschlag schaffen, das Rekordeinspielergebnis von The Avengers zu sprengen? Lass mich deine Gedanken dazu wissen, schreib einfach Ja oder Nein in die Kommentare. Und meine zweite große Frage an dich ist, auf das gesamte Jahr 2012 gesehen, wird The Dark Knight Rises der erfolgreichere Film sein? Oder wird er es nicht schaffen, an die 1,5 Milliarden Dollar Einspielergebnis von The Avengers zu kommen, die den zu diesem Zeitpunkt zum dritterfolgreichsten Film der Geschichte gemacht haben? Wie immer, viel Spaß im Kino. Für heute tschüss aus Hollywood.